Hey Leute, ich bin's Conny und ich habe an euch schlechte Nachrichten. Wie ihr schon im Titel und vielleicht auch im Thumbnail gesehen habt, eure Pets sind wertlos. Und mit eure Pets meine ich deine, eigentlich alle. Alle Pets im Pet Simulator X sind wertlos. Aber Conny, man kann die für so viele Gems traden, bla bla bla. Wenn wir zu dem Trading Plaza gehen. Komm, wir gehen mal zum Trading Plaza und ich zeige euch mal etwas, Leute. So, jetzt sind wir hier beim Trading Plaza. Ich klicke mal oben auf den Chat und wir schauen uns mal die Nachrichten an, die wir so alle sehen. Only Gems, OMG Huge Cat, bla bla bla. Sell Golden 404 Demon. 100 Million Gems. Ein goldener 404 Demon ist keine 100 Millionen Gems wert. Weiter geht's. Hier die nächste Person. Verkaufe 8 404 Demons, einer für 500 Millionen. Auch ein Dark Matter 404 Demon ist keine 500 Millionen Gems wert. Und ich erzähle euch jetzt warum, Leute. Der Wert von Dingen wird natürlich immer von den Menschen gegeben. Und ich verstehe, wenn alle Leute Sachen für teuer kaufen und für teuer verkaufen, dann ergibt sich so der Preis. Weil der Preis wird vom Markt gemacht. Aber der tatsächliche Preis ist ein Witz. Der tatsächliche Preis dieser Pets ist lächerlich gering im Vergleich zu dem, für den hier alle ihr Zeug kaufen. Augenblick, ich muss kurz meine Rewards abholen. Sehr gut. Ich gehe wieder zurück in Pet Simulator rein und dann erkläre ich euch schon mal, warum 404 Demons nicht so teuer sind. An diesem Spot hier kommt alle paar halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung, immer in unterschiedlichen Zeiträumen der Traveling Merchant. Und der Traveling Merchant verkauft die aktuellen Rainbow Mythical Pets immer für etwa 70, 80, 90 Millionen Gems. Das bedeutet, wenn der Traveling Merchant, bei dem man immer unendlich viele von diesen Pets bekommen kann, die für, sagen wir, maximal 90 Millionen verkauft, dann kann das Ding auch nicht teurer sein als 100 Millionen. Der Preis erhöht sich natürlich, weil der Traveling Merchant, der ist nicht immer da. Ihr seht, er ist gerade nicht da. Er hat auch immer begrenzten Stock. Das heißt, man muss warten. Man muss Server wechseln, bis man den geholt hat. Das heißt, da steckt man Zeit rein. Und deswegen würde ich sagen, so ein Rainbow 404 Demon hat einen Wert von etwa 100 Millionen Gems. In Dark Matter kann man dann sagen, okay, der kann da vielleicht ein bisschen teurer sein. Sagen wir 200, maximal 300 Millionen Gems. Weil man muss die Dinger ja Dark Matter machen, in die Dark Matter Maschine packen, warten. Und man kann nur begrenzt viele in die Dark Matter Maschine packen. Das heißt, die Zeit, die man da reinsteckt, erhöht auch den Wert. Aber Leute, die für mehrere Milliarden Gems Pets verkaufen, sind bescheuert. Ich sehe ständig auf meinem Discord-Server, verkaufe Otter für 7,5 Milliarden Gems. Ein Otter ist keine 7,5 Milliarden Gems wert. Nur weil irgendeine Preisliste, die irgendein Larry aus Timbuktu mal gemacht hat, sagt, dass der so viel wert ist, heißt das nicht, dass der so viel wert ist. Hier unten sehen wir die Exclusive Pets. Und hier ist der Otter. Ich hatte tatsächlich noch keinen Otter. Aber wenn man sich jetzt alleine nur an die Regeln des Marktes hält, dann kann man sagen, dass der Otter wertlos ist. Allein deswegen, weil den so viele haben. Überall. Egal wo, seit Wochen werde ich angesprochen mit kaufst du Otter, kaufst du Otter, kaufst du Otter. Das ist der Punkt. Die Leute sagen nicht, ich möchte gerne Otter haben. Die Leute sagen, ich möchte meine Otter verkaufen. Und wenn Leute unbedingt Zeug verkaufen wollen, dann sinkt der Preis. Dann sind die nicht mehr so viel wert. Die Leute haben sich diese ganzen Otter geholt, in der Hoffnung, sie später für teure Gems zu verkaufen. Und das machen auch viele. Und viele haben damit auch noch Erfolg, weil die Blase noch nicht geplatzt ist. Ihr befindet euch gerade alle in einer riesigen Gems-Blase. Der Wert von Diamonds ist viel zu niedrig. Der Preis von Pets ist viel zu hoch. Es macht alles gar keinen Sinn. Die Leute schmeißen Milliarden Gems hin und her, als wäre es nichts. Wenn du Legit Pet Simulator durchspielst, dann kommst du nicht an 7,2 Milliarden Gems. Da kommst du auch in Monaten nicht an 7,2 Milliarden Gems. Um 7,2 Milliarden Gems zu bekommen, musst du in Pet Simulator Geld ausgeben. Wenn ich schon dabei bin, gehe ich einmal kurz auf meine Settings und Collect Interest, weil ich kriege hier 28 Millionen Gems. Zinsen, das ist schon krass. Wir gucken uns mal an, wie viel sind Gems wert? Gems, hier haben wir. Best Value sind 11,75 Millionen Gems für 4.500 Robux. Also umgerechnet ungefähr 45 Euro für 11,7 Millionen Gems. Ihr wollt mir wirklich sagen, dass ein Otter ein halbes Tausendfaches von 45 Euro wert ist? Wisst ihr, was 45 Euro mal 500 sind? Das sind 22.500 Euro. Pet Simulator ist überschwemmt von Kindern. Die spielen mit ihrem Taschengeld. Die stecken mal vielleicht 10 Euro, 20 Euro, manche auch mal 50 Euro ins Spiel. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass ein Pet, welches tausendfach existiert, welches die Leute unbedingt wegtraden wollen, 22.000 Euro wert ist. Meinetwegen auch 10.000 Euro. Das ist Nonsens. 10.000 Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das sind die Summen, über die sich Preston natürlich freut. Natürlich, wenn ihr euch für 45 Euro Gems kauft, kriegt Preston nicht 45 Euro. Der kriegt davon 70% ab und davon dann auch nochmal einen Bruchteil. Aber trotzdem verdient er sich dumm und dämlich, weil so viele Leute die ganze Zeit hier Diamonds kaufen, damit sie sich
Pets kaufen können, um die teurer weiterzuverkaufen. Die schlauen Leute, die wissen, dass die Pets nicht so viel wert sind. Die schlauen Leute, die gehen morgens und abends einmal hier hinten zum Mystery Merchant, wo es fett Rabatt gibt, und kaufen sich dann für 20 bis 30 Millionen die besten Mythicals und verkaufen die dann für ein Hundertfaches davon weiter auf dem Trading-Server. Zum Anfang eines neuen Updates sogar für das Tausendfache weiter. Versteht ihr eigentlich, wie absurd das ist? Wie dämlich es eigentlich ist, für solche Preise zu handeln? Ich meine, ja, solange alle anderen Leute mithandeln, funktioniert's ja. So funktioniert jedes System. Geld funktioniert ja auch nur, weil alle dran glauben. Wenn jeder dran glaubt, dann stimmt es auch. Aber ich sag euch, Leute, ich glaube nicht dran. Ich würde niemals so viel Geld für ein Pet ausgeben. Ich würde auch niemals so viel Gems für ein Pet ausgeben, weil ich weiß, wie viel diese Gems in Echtgeld wert sind. Ich habe in meiner Bank Gems im Wert von mehreren 10.000 Euro. Aber ich werde dieses Geld niemals wiedersehen. Ich kann diese Gems nicht weggeben und dann irgendwo gegentraden und dann kriege ich mehrere 10.000 Euro zurück. Nein, das geht nicht. Die Pets sind nicht so viel Gems wert und die Gems sind nicht so viel Geld wert. Es liegt einfach nur daran, weil irgendwelche Leute greedy sind und dann sagen, hey, dieses Pet, das ich für einen Gem gekauft habe, das verkaufe ich jetzt für 10.000 Gems. Mit jetzt so mit runtergerechneten Zahlen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und dann denken sich alle, oh, ich kann das nur kaufen für 10.000 Gems, dann mache ich das. Und die ersten Leute kaufen für 10.000 Gems, weil sie die Preise nicht kennen. Dann etabliert sich der Preis. Ich verstehe immer noch, dass Exclusive Pets, je älter sie sind, am Wert gewinnen. Das macht Sinn, weil Exclusive Pets wie den Dominus Astra, den kriegt man nicht mehr, außer man tradet ihn. Und von denen gibt es nicht viele. Die sind viele Gems wert. Aber die sind nicht ansatzweise so viele Gems wert, wie sie aktuell getradet werden. Einfach nur, weil Gems in Wirklichkeit mehr wert sind, als Gems gehandelt werden. Die Leute tun so, als ob eine Milliarde Gems nichts wäre. Aber versucht mal legit eine Milliarde Gems zusammenzubekommen, ohne traden, ohne schenken, ohne kaufen. Das geht nicht. Ihr könnt keine Milliarde Gems in diesem Spiel zusammenbekommen, indem ihr es einfach legit durchspielt. Ihr müsst da monatelang reinhasseln, um so viele Gems zu bekommen. Ich habe 310 Millionen Gems und ich farme jeden einzelnen Tag 24/7. Und ich habe 100 Millionen Gems seit dem letzten Update dazu bekommen. Aber macht mit der Information, was ihr wollt. Ihr könnt weiter gerne die Pets für so unglaublich viele Gems traden. Die Leute werden euch auch weiter die Pets für so viele Gems abkaufen, weil die Leute auch weiterhin dran glauben, dass sie so viel wert sind. Aber ich sag euch, die Pets sind nicht so viel wert und ihr braucht mich niemals fragen, ob ich euch Pets für solche Preise abkaufe. Ich mach das nicht. Das habe ich schon so oft auch in Livestreams gesagt. So einen 404 Demon, den kaufe ich ab für 20 Millionen, weil ich will ja auch Profit machen. Den kaufe ich vom Mystery Merchant gerne für 30 Millionen. Von einem Spieler kaufe ich ihn für 20 Millionen, weil ich will Profit machen. In Dark Matter kaufe ich den für 50 Millionen, aber nicht für 500 Millionen. Ich kaufe auch keine Exclusives für 7,5 Milliarden, was ich ständig auf meinem Discord-Server sehe. Auf meinem Discord-Server ist... Es ist alles voll. Ich zeig's euch mal. Hier, die Pet Simulator X Lobby. Hier schreiben Leute ständig rein, wenn sie traden wollen. Verkaufe Yeehaw Cat für 6 Milliarden. Die Yeehaw Cat war schon so ein Pet, was die Leute in Massen gekauft haben, um es dann zu verkaufen. Und du siehst, Falk, der sitzt auf der immer noch rum. Niemand will eine Yeehaw Cat kaufen, weil jeder schon eine Yeehaw Cat hatte, weil die Leute sich alle wie blöd Yeehaw Cats gekauft haben. Hallo, möchte wer Pets im X spielen? Trade Otter für gute Pets oder 7,5 Milliarden Gems. 7,5 Milliarden Gems. Ich muss so ein bisschen hochscrollen, dann sehe ich wieder. 404 Demon Rainbow für 200 Millionen Gems. Den kauft man für 20 Millionen Gems. 404 Demon Dark Matter für 600 Millionen Gems. Hexy Gator für 600 Millionen Gems. Hexy Gator? Der ist nichts wert. Der ist wertlos. Oder hier, ich gehe ein paar Tage zurück. Ich verkaufe Otter für 3 Milliarden Gems. Verkaufe Otter für 2,5 Milliarden Gems. Er ist mit dem Preis runtergegangen. Warum gehen die Leute mit dem Preis runter? Weil sie es nicht loswerden. Und Leute, ich verstehe, wenn ihr da anderer Meinung seid und ihr unbedingt der Meinung seid, nein, die sind so viel wert. Meinetwegen, eure Meinung, meine Meinung. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr so Exclusive Pets tradet. Habt ihr Otter? Habt ihr Yeehaw Cats? Und werdet ihr die auch los? Oder wie lange versucht ihr schon, eure Otter und Yeehaw Cats überall zu verkaufen? Die einzigen Leute, die euch so ein Zeug abkaufen, sind Trottel, die keine Ahnung haben. Seid selbst keine Trottel. Kauft niemals Pets für so viel Geld. Meinetwegen verkauft die für so viele Gems, aber kauft sie nicht für so viel Gems. Seid nicht dumm. Wisst einfach den wahren Wert von den Pets, mit denen ihr tradet. Und wenn andere Leute so blöd sind, sie euch viel zu teuer abzukaufen, dann macht gerne Profit. Meinetwegen. Aber verlasst euch nicht darauf. Weil irgendwann wird die Blase platzen. So wie jede Blase. Und dann ist Pet Simulator vorbei. Und die letzten Leute, die noch die ganzen Pets gekauft haben am Ende, die sitzen dann auf den Pets rum und werden sie nie wieder los. Aber wenn es soweit ist, dann sind manche Leute sehr traurig. Aber ich bin sehr glücklich, weil mir wird das nicht passieren. Und euch hoffentlich auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!